Kinder paddeln an der Moldau mit durchwachsenem Wetter. Es regnet. Gemütliche Flusstour und immer wieder Wasserrutschen. 5 Leute und 5 Packrafts, denn jedes Kind fährt mit dem eigenen. Wir wollen hier ja richtig paddeln. Oder kentern? So viel sei verraten. Alles ist gut gegangen und wir hatten sehr viel Spaß. Zelte sind dabei, denn wir wollen diese Mehrtagestour von einem Campingplatz zum nächsten machen. Dr. Outdoor. Dr. Outdoor mit Family auf Moldau-Tour. Yeah! Gleich an der nördlichen österreichischen Grenze befindet sich der Moldau-Stausee und das Städtchen Vyshibrod. Hier ist auch ein Campingplatz, wo wir gestern Abend angekommen sind und bei extremen Regen die Nacht abgewartet haben. Heute Vormittag geht's also endlich los. Ich kann nicht, bremst mich ab. Ich bin gleich im Schwarzen Meer. Das kann bei euch im Film. Es regnet. Schaut, da tropft's runter. Da oben sind Vogelnester. Oha, erste Stromschnellen! Hui! Einfach paddeln! Warum dürfen nicht beim normalen? Das Survival dreht durch und macht einen auf ihrer Iwan Alleingang. Todesschwadrone! Mama, die Erste! Meine Kinder sind bis jetzt immer nur im See gepaddelt und ich habe auch Hochachtung vor dieser meterhohen Stufe. Aber es geht gut. Der Fluss ist gemütlich, die Natur ist schön. Es kommen immer wieder kleine Bars, wo wir aber diesmal nicht anlegen. Und es fährt auch immer der Zug nebenher. Und es kommt natürlich, wie es kommen musste, die nächste Schwelle. Diesmal war die Einfahrt in die Rampe völlig unübersichtlich und danach war ziemlich starke Strömung, also an Anhalten war nicht zu denken. Naja, und meine GoPro wäre fast abgesoffen. Ich bin auch so wie der Leo irgendwie quer gekommen und dann hat's schön Zeit. Ja, ich bin waschelnass. Schwenk? Kein Thema! Yeah! Bitte sehr. Thank you.
Erster Zwischenstopp. Notration. Wie heißt Bier? Kosel. Kosel und Cola. Kinder fahren offene, günstige Packrafts des Modells Nature ohne T-Sip und das Survival hat sich dankenswerterweise vom lieben Robi das Roll ausborgen dürfen. All das natürlich mit dem Rabattcode Dr. Outdoor bei Current Raft, sonst könnte ich mir das auch nicht leisten. Wir konnten zwar aufgrund des niedrigen Wasserstandes keine Finnen montieren, aber immerhin habe ich den Kindern vorne jeweils einen schweren Gepäcksack hineingesteckt, der dann doch die Wasserlage massiv verbessert hat. Nach ca. 11 Kilometern erreichen wir die Stadt Rosenberg mit ihren wunderschönen Kirchen und der beeindruckenden Burg. Passt, seid ihr bereit? Ich fahre mal vor oder wollt ihr zuschauen, wie ich fahre? Okay, dann wartet, bis ich fahre. Ihr schaut. Ja. Da müssen wir hin.
Camp Ahoi, Männer! Kusel! Das wird Nacht 1. Am Camp angekommen, lassen wir schnell die Boote aus und entnehmen aus den Bootsrümpfen über den T-Zip die drei Zelte und die Schlafsachen. Die Kinder schlafen im VD, das Survival hat jetzt ein Saleva und ich mit meiner lieben Frau sind im Nature Hike. So Kinder, wie gefällt es euch mit den eigenen Packrafts auf richtig, der Moldau? Richtig cool. Also richtig gut. Und was? Die Rutschen, die Übergänge von den Damm und die Stromschnellen. Oh, und welche? Also von Rutschen am besten die erste und vielleicht die dritte, aber die erste ist am besten. Und bei dir, Leo? Ja, die Stromschnellen, dann noch die... Die rutschen, und weil die halt immer so lustig sind, wo man da irgendwie dann so nach unten, so wie bei so einer Wasserrutsche. Und dann? Jetzt werden wir zelteln? Ja. Ne, freut sich schon? Und Lagerfeuer. Lagerfeuer. Und im grünen Hörnchenzelt. Okay, passt. Na dann. Dr. Outdoor and Sons. Ja. And Family. And Family. Die Family ist auch dabei? End. Dann schwenk auf die Family. Prost, Prost. Family! Prost. Prost! Auf unser Abenteuer! Prost! Der erste Tag unseres Kinderpaddelabenteuers war ein voller Erfolg. Falls ihr auch schon mal mit Kindern eine Tour gemacht habt oder Fragen dazu habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Jedenfalls geht dieser Abend zu Ende und morgen geht es weiter auf der Moldau. Bleibt dran und vergesst nicht zu abonnieren. Ich bin der Bauer.